alle Sportsfreunde. Jetzt hatte ich fast vergessen, ich reise ja im nächsten Jahr auch mit den Weibchen. Die Amazonen sind hier momentan ein bisschen vernachlässigt worden. Aber ich habe natürlich diesen Weibchenschlaf, wo sie reinkommen, schon fertig. Den werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Aber ich möchte euch natürlich auch die Weibchen zeigen, mit denen ich dann nächstes Jahr spielen werde. Wie gesagt, ich warte momentan noch auf den Weibchenschrank. Bei Hermes habe ich mir den bestellt für 10 Witwen. So viel habe ich ja nicht. Aber dann ist es eigentlich alles soweit vorbereitet. So, ich zeige euch jetzt einfach mal die Weibchen, weil es hier jetzt auch einfacher ist. Die sitzen auf Nest. Ich habe zwar zu den Weibchen auch einen recht guten Kontakt, aber nicht so wie zu den Vögeln, weil ich mich da nicht beschäftigt habe. Also es sind hauptsächlich jährige Weibchen. Es werden ungefähr 7 bis 8 Stück zum Einsatz kommen. Das ist noch nicht entschieden. Hängt immer noch davon ab, was der Habicht überlässt. So, und das sind dann mit Sicherheit 5 oder 6 Jährige und 2 Alte, also 2-jährige Täuben. Dann schauen wir mal. Also ich zeige es euch jetzt mal. Eine jährige Täuben sind auch verhältnismäßig ruhig. Kennen das natürlich nicht so, aber ansonsten bin ich da ganz zufrieden. So, das ist die 244. Ich denke, eine meiner besten. Eine sehr zutrauliche Taube, die sich mit dem Spiel auch schon ein bisschen auskennt. Und schauen wir mal, wie das da klappt. So, das ist die 206. Eine Täubin, zu der ich schon ein recht gutes Verhältnis habe, die auf der Jungtierreise auch gezeigt hat, dass sie absolut spitze fliegen kann. Sie hat also von 4 Einsätzen noch 4-mal Preis geflogen. Eine sehr ruhige Täubin, mit der man richtig gut arbeiten kann. Ich denke mal, von der Voraussetzung her könnte das eine richtig gute Taube werden. So, das ist die 245, die Schwester zur 244. Etwas nervös, die Taube, so ein bisschen Brummer. Aber auch sie hat schon angedeutet, dass sie richtig schnell fliegen kann. So, das ist die 240. Ja, die bleibt nicht so sitzen. Da müssen wir noch ein bisschen üben mit den Weibchen. Aber hier haben wir noch die 155. Eine 2-jährige Täubin, die wie gesagt gestern nun auch ihr erstes Ei gelegt hat. Und das ist eigentlich so die Mannschaft. Da fehlt jetzt noch eine 2-jährige, weil sie schon wieder getrennt sind. Aber das ist so die Truppe, die nächstes Jahr dann als Weibchen zum Einsatz kommt. So, wir versuchen jetzt nochmal die blaue. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Training macht den Meister. Du bleibst hier doch schon mal sitzen. Ja, ich denke,
Das wird auch eine sehr gute Taube. Das war übrigens meine beste Jungtaube. Auf den vier Flügen fliegt auch vier Kreise. Ja, Sportsfreunde, das soll zur Vorstellung der Weibchen gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.